Ja, wie geht's euch denn so mit dem Thema Geld? Seid ihr noch gelassen oder macht ihr euch Sorgen? Seid ihr im Vertrauen oder seid ihr in der Angst? Also, das ist etwas, was du dir jeden Morgen die Frage stellen musst: Stehe ich jetzt als ängstlicher Mensch auf oder stehe ich im Vertrauen auf, weil ich weiß, es gibt immer eine Lösung, auch wenn ich sie nicht sehe. Ja, jetzt sehe ich dich. Hallo, hallo Katrin, hallo Angelika. Genau. Ja, die Sache mit dem Geld, oder? Was will ich dazu sagen? Ihr habt vielleicht gesehen, ich habe da so einen Übertitel gemacht und habe geschrieben, Geld, niemand wird konsequent gegen seine Überzeugung handeln. Und das ist eins der ganz, ganz wichtigsten Gesetze. Wenn du etwas umsetzen möchtest, wenn du etwas erreichen möchtest, sei es Geld oder Gesundheit, ich nehme mal einfach beide, das sind für uns die wichtigsten Punkte in unserem Leben. Guten Morgen, Susanne. Wir wollen Geld und wir wollen gesund sein. Das ist für uns das Allerwichtigste. Zuerst ist natürlich noch die Gesundheit, weil was nützt uns das Geld, wenn wir nicht gesund sind? Logisch. Und was meine ich damit? Niemand wird konsequent gegen seine Überzeugungen handeln. Zuerst mal ist es extrem wichtig, konsequent zu sein. Du kannst nur etwas erreichen, du kannst nur deinem Ziel entgegengehen, wenn du konsequent gehst. Wenn du stehst, wenn du Ehrenrunden machst, dann bist du nicht auf dem Weg zu deinem Ziel. Also diese Konsequenz, frag dich, bin ich konsequent? Und dann frag dich, bei was bin ich konsequent? Was mache ich wirklich konsequent, oder? Hallo Sabine, viele Grüße nach Spanien. Was mache ich wirklich konsequent? Wo bin ich echt konsequent? Wo bringt mich, Müribert, guten Morgen, wo bringt mich, wovon kann mich nichts abhalten? Was mache ich auf jeden Fall konsequent? Ja, weil dieses Beispiel, das musst du dir jetzt hernehmen. Und musst wissen, wie fühle ich mich da? Was habe ich da für eine Überzeugung, wenn ich etwas absolut konsequent durchziehe? Hallo, Sabine. Ja, ich ziehe jetzt hier konsequent diese Manifestations-Challenge durch. Konsequent jeden Morgen 9 Uhr. Jetzt ist das achte Mal. Nach 8 Mal ist es für mich ein Habitus, eine Gewohnheit, genau, eine Gewohnheit. Es ist jetzt eine Gewohnheit übergegangen. Das war es gestern eigentlich schon. Also man muss konsequent die Dinge umsetzen. Man muss sie einfach konsequent machen. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, ich könnte mir auch denken, ja, heute muss es ja nicht sein. Wen interessiert denn das? Vielleicht haben die ja schon genug von mir. Was auch immer ich mir alles einreden könnte, was für Überzeugungen ich verfolgen könnte, die mich ganz, ganz leicht davon abbringen könnten, hier jeden Morgen um 9 Uhr live zu gehen. Aber ich habe eine andere Überzeugung. Ich habe eine Überzeugung, dass ich nicht wissen kann, was ich jetzt Gutes tue mit diesem Live. Ich kann es nicht sehen, respektive ich sehe es schon, weil ich natürlich in meinen Mastermind-Gruppen, auch in der My Magic-Gruppe, nein, nicht genug, in der My Magic-Gruppe oder da kriege ich Feedback. Aber das sind natürlich Leute, die weiß ich schon, dass die mich verstehen. Ich möchte hier jetzt natürlich Leute inspirieren, deswegen bin ich ja auch auf meinem privaten Profil live, die mich noch nicht kennen. Und da könnte ich natürlich auch sagen, ja, wie denken die von mir oder keine Ahnung. Es gibt so viele Denkmuster, die einen von der Konsequenz, die man braucht, um etwas umzusetzen, um etwas zu erreichen, um irgendwie etwas zu verändern, einen ablenken könnten.
Und das ist wirklich das, was die meisten von der Umsetzung abhält, von der Manifestation abhält. Sie hören auf, bevor sie es sehen, weil sie finden, dass sie zu lange keine Resultate gesehen haben. Ja? Und das Bild möchte ich euch mitgeben. Wenn du auf einer Straße entlang fährst, du hast einen ganz, ganz langen Weg vor dir. Du hast eine lange Reise vor dir. Du bist diesen Weg noch nie gefahren. Du kennst die Straße nicht. Du weißt es nicht. Es bleibt dir nichts anderes übrig, als darauf zu vertrauen, dass dein GPS stimmt, dass die Richtung stimmt und dass du weiterfährst und weiterfährst und weiterfährst. Und plötzlich fährst du ganz, ganz lange und du fährst viel länger, als du denkst. Und dann drehst du um. Und dann drehst du um, obwohl du eine halbe Stunde vom Ziel entfernt bist, fährst du zurück oder fährst in eine andere Richtung oder fährst überhaupt nicht mehr weiter. Ja? Und das ist das, was ich mit Konsequenz meine. Es ist so entscheidend, dass du dich nicht abbringen lässt. Und was brauchst du dazu? Dazu brauchst du die richtige Überzeugung. Ja, du brauchst die richtige Überzeugung, weil du kannst nicht gegen deine Überzeugung handeln. Und jetzt bringe ich das Thema Geld ins Spiel. Was sind deine Überzeugungen in Bezug auf Geld? Und da möchte ich dich anhalten, dass du dich hinsetzt, nachdem du dieses Video gesehen hast, und dass du aufschreibst, du schreibst drüber, was sind meine Überzeugungen in Bezug auf Geld? Weil du kannst nicht in eine Beziehung, in eine Liebesbeziehung, in eine gute Beziehung, in eine empfangende Beziehung mit etwas gehen, das du nicht magst. Du kannst nicht einen Mann an deiner Seite haben in einer glücklichen Beziehung, die blüht und aufgeht, wenn du glaubst, der Typ ist scheiße. Es geht nicht. Du kannst dich ein Weilchen überwinden, aber irgendwann mal wirst du so abgestoßen sein, dass du nicht in der Lage bist, irgendetwas von ihm anzunehmen, egal was er dir an Geschenken bringt, egal wie viel Liebe er dir bringt, egal wie er dich auf Händen trägt. Wenn du glaubst, der Typ ist verkehrt, wenn du glaubst, irgendwas ist an dem nicht gut, wenn du überzeugt bist, der liebt dich nicht, wenn du überzeugt bist, der unterstützt dich nicht, dann wird diese Beziehung keine Früchte tragen. Dann wird es keine schöne Beziehung sein, dann wird sich die Liebe, das, was du dir eben aus der Beziehung möchtest, die Geborgenheit und die Unterstützung, nicht bei dir bleiben. Der wird abhauen. Und jetzt ersetze mal in deinem Kopf dieses Bild einer Liebesbeziehung zu einem Mann oder zu einer Frau, weil hier schauen ja jetzt auch manchmal Männer zu, was wunderschön ist, mit einer Beziehung zu Geld. Und das ist essentiell. Und diese Beziehung zu Geld musst du genauso konsequent und herzlich hegen wie eine Beziehung zu einem Lebenspartner. Nimm es mal geschlechtsneutral. Wenn du nicht diese Beziehung zu deinem Lebenspartner nährst, pflegst und ihr in Liebe begegnest, wird dieser Lebenspartner irgendwann mal verschwinden, oder dir nichts mehr liefern, für dich nicht mehr verfügbar sein, vielleicht nur noch neben dir herrennen oder das Nötigste tun. Ja? Und genauso ist es mit dem Geld auch. Und das ist keine einfache Geschichte. Aber wenn du dieses Bild nimmst und sagst, okay, ich bin bereit, eine Beziehung zum Geld aufzubauen und gleichzeitig verbessere ich sogar meine Beziehung zu meinem Partner oder noch viel besser, gleichzeitig verbessere ich meine Beziehung zu mir selber, weil die
wichtigste Liebesbeziehung, die du lernen und aufbauen und hegen und pflegen musst, ist die Liebesbeziehung zu dir selber. Das ist die Kernliebesbeziehung. Wenn du die gut kannst, wenn du da ein Beispiel für eine gute Liebesbeziehung hast, dann kannst du die für andere Menschen haben und für andere Dinge, so wie Geld. Und vielleicht hört sich das jetzt für manche irgendwie weit her ab, aber wir brauchen immer irgendwie ein Beispiel, dass wir unserem analytischen Verstand klar machen können, worum es geht. Bei unserem analytischen Verstand sind nämlich ganz, ganz viele Dinge klar gemacht worden, die uns aber nicht dienlich sind. Wie zum Beispiel, es ist wirklich so, Geld zu verlangen ist schlecht. Geld für Heilung, Hilfe und Unterstützung zu verlangen ist schlecht. Jetzt sitzen alle Leute da draußen und regen sich auf, dass das Pflegepersonal eigentlich die Menschen sind, die am schlechtesten bezahlt werden und am härtesten jetzt arbeiten und die ganze Gesellschaft tragen müssen. Aber wessen Schuld ist das? Das ist die Schuld der Gesellschaft, die Schuld der gesellschaftlichen Überzeugung, dass wir nicht bereit sind, für Pflege, Hilfe, Unterstützung zu bezahlen. Ja? Du willst lieber ein geiles Auto, als dass du bereit bist, für dich, für dein Leben, für das Leben zu investieren. Wir sind alle da von der Überzeugung, ja, das muss ja der Staat machen. Aber es gibt übrigens auch Länder, da muss es nicht der Staat machen, für Gesundheit sorgen. Ja doch, Gesundheit ist das wichtigste Gut, aber da komme ich wieder zu meinem Video von gestern. Und was ist mit Eigenverantwortung? Wir haben so viele Werkzeuge, wenn wir sie kennenlernen, wie das Universum funktioniert, die wir konsequent zu unserem Besten einsetzen können. Aber dazu müssen wir unsere Überzeugungen ändern. Und die Überzeugung, dass irgendwann mal der Punkt kommt, wo du zu Hause eingesperrt bist, die Schulen geschlossen sind, all das, was uns jetzt begegnet, hattest du diese Überzeugung jemals, dass das eine mögliche Realität ist, die sich in deinem Leben eröffnen kann? Nein. Und wenn du da hinschaust, dann weißt du, dass nichts unmöglich ist, was du für jemals unmöglich gehalten hast. Und dass du deine Überzeugungen jetzt revidieren darfst. Dass du deine Überzeugungen jetzt dem anpassen darfst, was die Wahrheit ist. Nämlich, du bist Schöpfer, du bist Kreator. Dein innerer Zustand kreiert deine äußere Realität, ob du es magst oder nicht. Und wenn du das annehmen kannst für dich, dann geht es wirklich nur noch darum, zu üben, konsequent dran zu bleiben und zu sagen, wenn das so ist, was darf ich im Innen verändern, damit ich im Außen das bekomme, was ich möchte? Und hier geht es eben auch um Geld. Wie kann ich meine innere Einstellung in Bezug auf Geld so hinbringen, so hinkriegen, so konsequent haben, dass dieses Geld in Ordnung ist, dass Geld toll ist, dass ich Geld liebe, dass ich Geld empfange, dass ich sehe, wie wichtig es ist, dass ich mit meiner Arbeit, wo mein Herzblut, meine Liebe, meine Begeisterung drin ist, dass ich bereit bin, genug Geld dafür anzunehmen, dass ich anderen dieses Geld weitergeben kann, die auch so begeistert sind, die auch aus Liebe handeln, die auch aus Begeisterung handeln. Und deswegen möchte ich viel Geld haben, weil ich genau diesen Menschen auch wieder viel Geld geben möchte. Und siehst du, was das für ein Kreislauf ergibt? Ich gebe diesen Menschen, wo ich sehe, die sind offen, die schmeißen ihr Herz auf die Straße, die, von denen kann ich was lernen, denen gebe ich total viel gerne Geld. Und die wiederum geben dieses Geld weiter. Und wenn wir das konsequent machen, dann kriegen wir eine Spirale dorthin, dass das Geld eben dort erlaubt wird, wo es seinen Platz hat. Aber das kann ich nicht machen, wenn ich noch glaube, Geld ist schlecht,
Viele haben zum Beispiel die Vorstellung irgendwie, ja, die Leute, die viel Geld haben, die sind gemein und fies. Ja, wenn ich das glaube, will ich kein Geld haben. Ja, dann will ich lieber arm sein, weil ich möchte ja nicht gemein und fies sein. Oder die Vorstellung zu haben, Geld ist immer zu wenig. Ja, Geld ist immer zu wenig. Dann, weißt du was, dann wird Geld für dich immer zu wenig sein. Und das umzukehren und zu sagen, für das, was ich jetzt habe, bin ich extrem dankbar. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich das Geld habe, das ich habe, wenn ich es ausgebe, wenn ich Rechnungen bezahle, dann bin ich freudig, dass ich jetzt gerade diese Rechnung bezahlen kann. Ja? Und das ändert die Energie und es ändert deine Beziehung zu Geld. Und ich mache nochmal ein Beispiel zum Lebenspartner. Wenn dein Lebenspartner total liebevoll zu dir ist und du dich so glücklich findest in diesem Moment, was hast du für eine Möglichkeit? Du kannst überzeugt sein, dass das der Normalzustand ist, dass dein Liebesleben so weitergeht und immer so schön bleibt. Oder du kannst sagen, oh, jetzt ist er lieb zu mir. Ah, mal schauen, wie er morgen ist. Morgen ist er vielleicht wieder schlecht drauf oder sie. Ja? Und dann wird es auch so sein. Und da müssen wir uns konsequent eine klare Linie machen und sagen, was will ich glauben? Was ist meine Überzeugung? Und wenn das meine Überzeugung ist, wie fühle ich mich mit dieser Überzeugung? Wenn meine Überzeugung ist, mein Partner liebt mich, fühle ich mich geliebt. Wenn meine Überzeugung ist, mein Partner liebt mich nicht, fühle ich mich nicht geliebt. Wenn meine Überzeugung ist, Geld ist schlecht, dann will ich kein Geld haben. Wenn meine Überzeugung ist, Geld ist wunderbar, ich will ganz viel Geld haben, damit ich ganz viele tolle Dinge damit machen kann, dann ist Geld gut. Ja? Also das ist nicht einfach. Ich sag's euch, das ist nicht einfach. Und das ist eine Geschichte, die gehört genauso dazu wie all diese anderen Paradigmen, die wir jetzt verändern dürfen und die wir anhand des Wissens, das Gesetz der Anziehung, das Gesetz der Schöpfung, der Schöpferenergie in uns einfach alles konsequent revidieren müssen. Das ist wie, als würdest du jetzt neue Mathematik lernen. Es ist wirklich so, dass du merkst, hoppla, hier kriegt sie ganz neue Basis. Ich habe aus einem falschen Einmaleins die Rechenaufgaben des Lebens versucht zu lösen. Ich habe immer gedacht, 1 und 1 ist 4. Und jetzt finde ich raus, 1 und 1 ist aber leider nur 2. Dein ganzes Rechensystem, dein ganzes Glaubenssystem, deine ganzen Überzeugungen musst du neu durchrechnen. Du kommst auf andere Ergebnisse, wenn du einen neuen Ausgangspunkt hast. Und ich möchte dich anregen, diese Zeit jetzt dafür zu nutzen und zu schauen, was ist in mir los und wie reflektiert mein Leben da draußen, wie reflektiert meine Beziehung zu meinem Partner, zu meiner Familie, zum Geld, das, was ich darüber denke. Schreib's auf, nimm dir ein Papier und sei bitter, bitter ehrlich zu dir. Und wenn du es aufgeschrieben hast, dann verändere es so. Und zwar so, dass es liebevoll ist, dass es positiv ist, dass es gewinnbringend ist, dass es für dich ist und dass es auf deiner Seite ist. Und das ist Arbeit. Konsequente Arbeit. Und dieses Monitoring deiner Überzeugungen, das hört nie auf. Du kannst nicht gegen deine Überzeugungen handeln. Und deswegen musst du anfangen, deine Überzeugungen aufzudecken und sie zu verändern, wenn sie dir nicht dienlich sind. Und das ist ein Job. Und das ist ein Job, der ist nicht einfach. Und das ist ein Job, da kann man sich helfen lassen. Und wie gesagt, wenn du bereit bist, diese Arbeit jetzt zu machen, wenn du bereit bist, neue Wege zu gehen, wenn du bereit bist, die Veränderungen anzunehmen, die das Leben jetzt für dich mitbringt, dann wirst du dir ein wunderbares Leben kreieren und dann wirst du dir auch Geld kreieren.
Aber du musst da sein. Du musst deine Überzeugungen verändern. Du kannst nicht in deinem Kämmerlein warten, bis dir einer eine Badewanne von Geld reinbringt. Sondern du musst dich in den empfangsbereiten Modus bringen. Und dieser empfangsbereite Modus, dazu gehört auch, dass du für Geld und deren Boten sichtbar bist. Dass du für Geld und deren Boten, wer sind die Boten des Geldes? Das sind andere Menschen. Andere Menschen oder von mir aus kann es auch eine Lotterie sein. Aber du wirst nie eine Lotterie gewinnen, wenn du dir kein Los kaufst. Wenn du zu Hause sitzt und wartest, irgendwann mal sollte ich ja in der Lotterie gewinnen. Es wird nicht gehen. Du musst da sein. Du musst dich zeigen. Du musst die Hand aufhalten und musst sagen, hier bin ich, Leben. Ich weiß, dass du mich belohnen willst, wenn ich auftauche. Und auftauchen ist jetzt in dem Moment wirklich so leicht möglich. Wir haben alles, was es braucht, dass jeder auftauchen kann. Im tiefsten Dschungel, Hauptsache du hast Internet und irgendein Gerät, das Internet empfangen kann, kannst du auftauchen. Kannst du bereit sein, kannst du dich dem Leben zeigen, sodass das Leben dich belohnen kann. Und jetzt bin ich eigentlich am Ende. Das sind wieder ein Haufen Inputs. Alle Inputs dieser Welt nützen dir nichts, wenn du dich nicht hinsetzt und nicht die Arbeit machst. Alle Inputs dieser Welt nützen dir nichts, wenn du nicht in die Umsetzung gehst, wenn du nicht ins Tun gehst, wenn du nicht ins Lernen gehst, wenn du nicht anfängst, in dich, in dein Leben, in die Zeit zu investieren. Dann wird es dir nichts nützen. Und ich möchte gerne nochmal darauf hinweisen, dass ich heute Abend um 18 Uhr meinen My Magic Online, danke Sabine, sie schreibt, wow, was für ein schöner Satz, wenn ich auftauche, dann belohnt mich das Leben. Es ist so, ganz genau so ist es. Und vor allem gibt es noch klarer, so wie du auftauchst, belohnt sich das Leben. Wenn du auftauchst als ein Mensch, der glaubt, oh mein Gott, hoffentlich mache ich was falsch, oh Hilfe, 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 dann wird dich das Leben auch so zurückhaltend belohnen. Aber wenn du auftauchst in deiner vollen Kraft, in deiner vollen Schönheit, in deiner vollen Wahrheit, wird dich das Leben genau damit belohnen. Und ich helfe Leuten aufzutauchen, Leute, die noch nicht so online-affin sind. Ich weiß nicht, diesen Kurs habe ich jetzt angesetzt, weil es jetzt an der Zeit ist. Es ist nicht meine größte Leidenschaft, zu unterrichten, wie geht Online-Technik. Deswegen mache ich nicht nur Online-Technik, sondern auch, wie geht eben Auftauchen? Wie geht Klarheit für dich, dass es okay ist, dass du auftauchst, dass du dich zeigst, dass du das machen musst, dass es deine göttliche Mission, deine Erdenmission ist, die für dich da ist. Ich unterrichte alles beides, damit du wirklich dich wohlfühlst, wenn du auftauchst und dass du weißt, dass es deine Mission jetzt aufzutauchen und deine Wahrheit zu sprechen. Und kommt, mach das jetzt. Lernt das jetzt. Egal, ob es nur für Privat ist oder für Business. Irgendwann mal wird Privat und Business sich nicht mehr unterscheiden. Du bist deine Marke, du bist dein Brand und das Leben wird nicht unterscheiden zwischen deinem Business und zwischen dir. Das Leben sieht dich sowieso schon als eins. Also seh du dich auch als eins und vereine dich in Harmonie. Das, was du tust, bist du. Du bist das, was du tust. Und du kannst nicht sagen, ich bin diese Businessfrau. Und das ist auch etwas, was für mich ganz, ganz schwer war, weil ich so viele Sachen gemacht habe in meinem Leben. Wie kann ich eine Businessfrau sein, wenn ich Skilehrerin bin? Hatte ich ein Riesenproblem. Ich bin doch Marktforscherin. Wie kann ich Qualitätsmanagement machen? Wie all diese Sachen, dann habe ich Marketing unterrichtet. Dann bin ich Kite-Lehrerin geworden, Kitesurf-Lehrerin. Ja, ich bin doch eine coole Weltenbummlerin. Kann ich denn gleichzeitig Life-Coach sein? Ja, kann ich. Ich kann alles sein, weil ich bin ich. Ich bin mein Brand und ich muss mir einfach nur erlauben, dass es gut ist, so zu sein, wie ich bin und dass ich so auftauchen kann und dass mich das Leben so belohnt.
Und es ist eigentlich so einfach und doch so schwer, weil ich komme kurz wieder zurück zum Anfang, weil wir so viele Überzeugungen haben, die uns das nicht erlauben zu tun. Und das muss weg. Das muss verändert werden. Das ist ein Job. Wir haben es ein Leben lang aufgesammelt und es ist nicht schnipp plötzlich weg. Aber mit Konsequenz und dranbleiben werden sich die Dinge verändern. 100%. Und wie sie sich verändern werden, das entscheidest du. Und entweder entscheidest du es bewusst, wie sich dein Leben verändert, oder du machst halt unbewusst so weiter und dein Leben wird sich halt auf Basis dieser Überzeugungen, die du geerbt oder übernommen hast, halt verändern. Du entscheidest, du bist der Chef von deinem Leben. Entscheide für dich, das ist mein kleiner Tipp. Entscheide, dass das Leben für dich ist und tauche auf. Also ihr Lieben, also ich schaue nie auf die Uhr und ich bin immer zwischen 20 und 30 Minuten. Das ist unglaublich. Meine innere Uhr funktioniert und ich sehe euch morgen. Ich bin konsequent da. Ich lasse auch nicht los. Und ich will, dass die Welt schön wird für jeden Einzelnen und dass keiner mehr glaubt, er ist benachteiligt oder sonst irgendwas wegen seiner Vergangenheit, weil er nicht glaubt, dass er seine Zukunft neu gestalten kann. Also ihr Lieben, danke euch fürs Zuschauen und was morgen kommt, we will see. Die Inspiration ist immer, immer aktiv. Also tschüss, tschüss.